Nur die wahren Kenner dieses YouTube-Kanals wissen jetzt genau, wo ich bin. Ich freue mich mega, wieder hier zu sein. Es ist fast dreieinhalb Jahre her, dass ich hier mal ein Video gedreht habe. Und dieses Wochenende war es dann endlich wieder soweit. Und es ist richtig, richtig cool geworden, wie ich finde. Und es ist dabei sogar eine kleine Challenge entstanden. Das heißt also wirklich, jeder von euch kann daran teilnehmen. Das dauert 5 Minuten Bastelzeit. Und ab dann beginnt der Spaß. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst einen Weg finden, wie ihr einigermaßen korrekt natürlich die Entfernung messen könnt. Und ich spiele euch jetzt ein paar Bilder ein, um was es ungefähr geht. Und das Hauptvideo dazu findet ihr dann selbstverständlich wie immer bei Stefan Waldmann auf meinem neuen YouTube-Kanal. Dort werden eben diese ganzen Challenges, Tourenvideos und Reiseblogs und was es sonst noch so alles gibt, veröffentlicht werden. Hier finden ja nur noch diese Kurzversionen statt und dann eben viel von Ausrüstung. Aber fangen wir mit dem Video an. Ich glaube, wir haben jetzt einen Rekord aufgestellt, mit dem ich mich ziemlich sicher fühlen kann. Was waren es jetzt? So, im Grunde brauchen wir da auch nicht viel vorbereiten. Es ist eine relativ simple Geschichte. Aber für den Schnelltest machen wir das jetzt einfach mal so. Dieser Knoten wiederum wird hier über die Kante gelegt. Der große Vorteil ist, dass das Ding eben schnell wieder neu geladen ist. So, Kascha ist dran. Jetzt probiert sie mal ihr Bestes. Ich hoffe, dass sie das hinbekommt. Ja. So, wir müssen also noch einen Moment üben. Wir melden uns gleich. Mal, ob ich dadurch wenigstens eine minimale Verbesserung habe. Und dann schauen wir mal weiter, was man da noch verändern kann, falls nicht. Aha. Da sieht die Welt gleich ganz anders aus. Nichtsdestotrotz, mein eigener Rekord muss geschlagen werden. Er muss fallen. Keine Ahnung warum, aber er muss einfach. So, einfach weil er es muss. Wie ihr gesehen habt, es ist eine relativ einfache Geschichte. Wie das Ganze dort ausgegangen ist, müsst ihr euch natürlich dann vor Ort anschauen. Und vergesst auch nicht, dann beim Felix Immler vorbeizuschauen. Der wird sich natürlich auch mega freuen, wenn ihr das ganze Projekt so ein bisschen unterstützt. Und wenn wir da so eine kleine, ja, Community-Challenge draus machen. Es geht nicht wirklich darum, jetzt was zu treffen, sondern es geht einfach um Distanz, Präzision und so weiter und so fort. Das mit dem ganzen Zeug nachher, was treffen und so, das kommt später. Aber ich finde, es ist ein richtig cooles Projekt, an dem wirklich jeder teilnehmen kann. Groß, klein, Mann, Frau, völlig egal. Jeder kann dabei sein. Und alles, was ihr braucht, ist ein Taschenmesser, Panzertape und eine Schnur. Das war's. Das bekommt wirklich jeder hin. Ich muss sagen, dass das wirklich cool ist, mal wieder hier zu sein. Es hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Wirklich sehr viel verändert. Aber schön ist es deswegen immer noch. Ich finde das richtig cool. Und ja. Es ist für mich mittlerweile eine ganz schöne Strecke zu fahren, also es ist nicht so einfach hier hinzukommen. Und wenn ich es dann aber mal schaffe, dann genieße ich das wirklich. Und wie ich sehe, haben die Angler ja, hier immer schön weiter Gas gegeben. Und die ganzen Fahrradfahrer mit ihren Elektrorädern, die jetzt hier überall rumfahren, wie die Wahnsinnigen, die haben den Platz wohl auch für sich entdeckt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es ist jetzt im Grunde, Moment, andere Richtung, eine riesige Toilette geworden, ja. Also hier ist überall Klopapier, es liegt überall Müll rum, direkt hier am Baum sogar. Warte mal. Da. Es ist wirklich überall, das ist natürlich jetzt nicht so schön. Ja, ich habe keine Ahnung, die haben hier sogar sich Sitze ausgegraben und was weiß ich nicht alles. Ja, das ist also wirklich, hat sich stark verändert, sogar mit so Treppenabsätzen. Keine Ahnung, was da der Sinn der Geschichte ist, aber naja, irgendwas wird schon sein. Zumindest die Natur ist richtig schön geblieben. Es ist alles wieder zugewuchert. Hier ging es ursprünglich mal in den Pfad rein zu meinem alten Lager und so. Und ja, da ist jetzt auch alles wieder zu. Und ja, naja, ich genieße einfach das Drumherum. Na, da sieht man so ein bisschen Fahrt. Laufen wir mal einen kleinen Meter rein, schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Wie man sieht, hier hat man einen richtigen Trampelpfad mittlerweile. Oder?
Wie man sieht, hier gibt es mittlerweile einen richtigen Trampelpfad. Ich gehe davon aus, dass es nicht so weit gehen wird, sondern einfach nur wieder neue Toilettengänge. Ja, kaum sage ich es. Alles voll geschissen, um es mal wörtlich zu nehmen. Den Weg ins Lager haben sie bis heute offenbar noch nicht gefunden. Der geht nämlich da hinten durch und der Pfad läuft quasi stracks dran vorbei. Aber ich lasse das Gebiet da hinten schön in Ruhe. Ich habe gesehen, dass die Schwäne sich dort hinten ein schönes Nestle gebaut haben. Die haben jetzt wieder Junge gehabt. Die Nilgänse hier sind weniger geworden. Das heißt, auch dieses andere Wasserleben ist wieder ein bisschen zurückgekommen. Also Enten und Blässhühner. Und es ist schön zu sehen. Ich war gestern auch schon hier gewesen, habe mich da einfach mal eine Stunde hingesetzt und habe das richtig genossen. Und ja, so ein bisschen Nostalgie ist da schon dabei, so ein bisschen. Naja, was soll's. So, jetzt aber genug Nostalgie-Gequatsche. Ich wünsche euch mega viel Spaß bei dem Projekt umzusetzen, bei der kleinen Challenge. Ja, es geht um nichts außer Ruhm und Ehre. Ich habe, wie gesagt, die Links für euch unten in der Videobeschreibung. Schaut bei Stefan Waldmann vorbei. Dort wird alles nochmal genauer erklärt, wie das gebastelt wird und gemacht wird und so weiter und so weiter. Und würde mich natürlich freuen, euch dann bei meinem nächsten Projekt zu sehen. Schaut auf Instagram vorbei. Und bis dann, ciao, tschüss, Stefan.